Willkommen zurück hier in der Winterhöhle. Wir müssen demnächst den Boss hier besiegen und dann haben wir es geschafft soweit und können zurück nach Aquaria. Also beeilen wir uns. Die Gegner müssen sterben. Auch unser Trauergaul-Freund. Schluck das. Und geh down. Okay, wir müssen wohl hier rüber. Hier können wir doch auch unsere Tornado-Amseln, heißen sie hier, okay. Wow. Aua. So, ich denke mal, das reicht jetzt, oder? Natürlich reicht das. Gut, wir spielen mal wieder heilende Elfe. Lebenszauber hilft da übrigens auch zum Leben aufheilen. Drei Käferraucher. Auch kein Problem. So, ein Gegner trennt uns noch vom nächsten kleinen Boss. Doppelangriff. Holdrühl. Nein. Es war so klar. Sei es drum. Verwirrt sind wir auch noch, natürlich. So, wir finden nochmal 10 Pfeile und dann geht's hier los. Hals und Beinbruch. Es geht. Gegen den Oktopus, natürlich. Was wäre am schlausten? Wir nehmen vielleicht mal den Feuerflug. Und sie greift den Vogel an. Hm. 119 Schaden? Naja. Ist nun nicht ganz so toll. Gut, haben wir noch mehr? Den Erdflug? Nee. Obwohl, wir probieren es einfach mal. Wie gefällt dir das? Oh, ein Schaden. Das lohnt sich. Okay, ich würde sagen, wir heilen uns selbst und sie. Feuerflug lohnt sich nicht. Sie greift an. Wow. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir beleben uns ganz schnell wieder. Wir haben aufgepasst beim Erste-Hilfe-Kurs. Wir können sowas. Okay. Sie kann die Donner-Aura. Auren sind sehr, sehr stark in der Regel. Oh ja. 491 Schaden. So. Wir heilen mal sie und sie greift weiter an. Und allmählich wird der Oktopus schwächer, wie wir hier sehen können. 6-mal getroffen. Aua. Obwohl, nee, brauchen wir noch nicht. Heilen. Schluck das. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Noch immer nicht. Aber jetzt. Natürlich. Monster besiegt.
495 Erfahrungspunkte, 18 Goldmünzen. Oh, eine rote Kiste. Das muss der Libra-Opal sein. Ich habe das gleiche Symbol im Libra-Tempel auf dem Boden gesehen. Wenn wir uns damit auf das Symbol stellen, kommen wir zum Lebenstempel. Sehr schön. Das ist dann wohl so ein Opal, der uns weiterbringt. Denn wir haben ja schon einige von diesen seltsamen Stellen am Boden gesehen. Sehr interessant. Also bekommen wir hier doch kein Lebenswasser irgendwas, was ich erst dachte, sondern den Libra-Opal. Und damit geht's zurück zum Libra-Tempel. So, wo haben wir die Katzenklaue? Da haben wir sie ja. Und ich hoffe ausdrücklich, dass ich hier alles Wichtige gefunden habe. Also rote Kisten gab es hier dann wohl nicht, außer den Libra-Opal. So glaube ich. Und wenn doch, kommen wir hier später nochmal zurück. So, war es hier richtig? Ich hoffe mal, dass wir hier zurück können. So, hier kraxeln wir hoch und finden Heiltränke. Auch gut. Und dann geht es ganz schön schnell mal raus. So, wir können auch mal demnächst so ein Hotel aufsuchen, glaube ich. Und uns mal von Grund auf aufheilen lassen. Oh, wir haben ein weiteres Schlachtfeld. Werden wir demnächst leerräumen. Doch zuerst geht zurück nach Aquaria. Und hier haben wir ein Hotel. So, Übernachtung. Warum nicht? Und uns geht's wieder gut. Super gut. Und jetzt mal ganz schnell zurück zum Libra-Tempel. So, da hinten haben wir ihn. Und hier haben wir auch das Zeichen am Boden. Und die Kiste ist wieder voll mit Pfeilen. Wow, Teleportation. Dies muss die Quelle des Lebens sein. Was? Sie ist ausgetrocknet. Unsere letzte Hoffnung ist versiegt. Ich höre etwas. Jemand muss hier sein. Ich höre gar nichts. Außer Musik. Momentchen mal. Der Wolkengeist-Typ. Seid gegrüßt. Hier, nehmt das magische Feuerwasser und geht nach Aquaria. Wow. Ist ja toll. Da hat der Wolkengeist anscheinend schon eine ganze Zeit lang das Feuerwasser gehabt. Und dann das. Okay, draußen haben wir nichts, wo wir hin könnten. Also zurück nach Aquaria. Wow. Nochmal ein paar Pfeile mitgenommen. Und mehr haben wir hier wohl nicht. Also ganz fit zurück. Und dann können wir ja vielleicht mal diese merkwürdige Blume, Pflanze, irgendwas erlösen. Erlöse unsere Stadt, Feuerwasser. Hui. Wow, die Pflanze ist grün. Sie ist entfroren. Was? Was denn? Das soll alles gewesen sein? Na toll. Da muss der Kristall des Rätsels Lösung sein. Lass uns schnell zur Eispyramide gehen. Na toll. Da hätten wir auch mal früher drauf kommen können. Na gut. Wenn alles nichts hilft, dann müssen wir halt auf zum nächsten großen Dungeon, ganz klar. Doch zuvor haben wir noch das Eislabyrinth und da hinten ein Schlachtfeld. Und hier haben wir viele tolle Rätsel. Los, versuchen wir, ihn aus dem Weg zu schieben. Mit ihnen meint sie dann wohl
das Teil hier, die Kiste oder die Eiskiste oder sonst irgendwas. Ja, hier haben wir tolle Rätsel, rote Truhen und einen weiteren Zwischenboss. Und ich werde mal schauen, wo es hier weitergeht und wo wir hier hin müssen vor allem. Wir schieben einfach schon mal die Kiste hier. Ich glaube, wir müssen die in Richtung hier hinten hinschieben. So vielleicht. Oh, wir haben hier Gegner. Wir haben hier zwei Schnabelaugen. Holdrü. So, wir greifen. Ne, mit Bomben vielleicht an. Schluck das. So, reicht das? Nee, reicht nicht ganz aus. Okay. Tod und Verderben. Gut, das können wir hier rüber auf jeden Fall. Schon mal sehr schön. Und hier haben wir dann nochmal zwei solche Augen. Beide gehen fast down, aber nur fast. Jetzt ist aber mal ganz schnell Zeit zum Sterben. Okay, hier haben wir noch eine weitere Eisplatte, Eiskiste. Und da haben wir Z-Jago. Tolle Namen auf jeden Fall. Stirb! Nein! Und Langeweile schläfert uns ein und betäubt uns. Also nicht schön. Gut. Wie war das denn hier noch? Genau. Wir müssen erstmal darüber. Mit da meine ich hier rüber. Appa. Und dann können wir eine weitere Kiste verschieben. Aber erstmal haben wir hier viele Gegner. Vorbei. Das heißt, wir dürfen uns gefasst machen auf viele. Auf viel Haue. Nein, bitte nicht. Okay, jetzt treffen wir wenigstens Steinfluch. Oh mein Gott. Aber immerhin greift sie richtig an. Sehr schön. Holdrü. Gut. Und jetzt aufgepasst. Kein Fehler machen. Denn ein Fehler heißt hier alles neu machen. Wieder rausgehen und wieder rein. Und das ist sehr, sehr doof. Okay. So. Dann nochmal so vielleicht. Und so. Könnte klappen auf jeden Fall. Aber Momentchen mal, das reicht glaube ich noch nicht. Wenn wir das soweit haben, müssen wir auch nochmal hier rüber. Genau, das heißt, wir müssen das Teil hier auch nochmal verschieben. Und zwar in Richtung so. Das müsste hinhauen. Hoffen wir es zumindest mal. Hoppa. So, jetzt sterbt erstmal. So, Donnerschlag macht uns fast gar nichts aus.
Und dann sind wir auch schon nahezu beim zweiten oder beim nächsten Zwischenboss hier. So. Nein, ich hasse die Dinger. Die schläfern uns viel zu gerne ein. Und sie trifft einfach nicht, die alte. Die gute Phobia. So, ja, ist gut. Ach, wie doof. Steinfluch, oh, oh, oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Okay, am besten wir werden mal ganz schnell hier wieder... Nein! Und wir bomben uns selbst weg, sehr schlau. Egal, wir haben es noch geschafft. Holdrieu. Gut. Und ich glaube, damit haben wir es auch geschafft. Und können gegen den nächsten kleinen Boss. Also, das gibt's am nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.